Moin Lotto! Und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Twitter Talk, dem interaktiven Talk-Format mit euren Beiträgen von Twitter, hier in diesem Video. Denn ich frage euch ja immer auf Twitter, was haltet ihr von diesem Thema oder was sind eure Argumente für oder gegen etwas? Und dann diskutieren wir hier gemeinsam mit euren Argumenten und euren Einwänden in einer Diskussionsrunde. Dass ich das mit dem Erklären nach so langer Zeit immer noch nicht drauf habe. Das heutige Thema wurde überraschenderweise sehr, sehr stark diskutiert und es gab viele verschiedene Meinungen dazu. Und ich war selbst ein bisschen überrascht, dass diese Diskussion so groß geworden ist. Und zwar habt ihr es bestimmt schon alle mitbekommen, wir haben Januar. Und wie viele wissen, sind im Januar die YouTube-Einnahmen nicht gerade sehr geil. Vor allen Dingen nicht im Gegensatz zum Dezember, der natürlich sehr stark ist bei den Einnahmen, weil die ganzen Firmen nochmal ihr Werbebudget zum Weihnachtsgeschäft und so raushauen. Das bedeutet, im Januar verdient man viel, viel weniger mit seinen YouTube-Einnahmen als im Dezember oder November oder Oktober oder in den anderen Monaten, in eigentlich allen anderen Monaten. Es kommt natürlich immer ganz auf den YouTuber an, aber es ist schon viel, viel weniger. Und da gibt es halt YouTuber, die sagen, okay, wenn ich im Januar so viel weniger Geld verdiene, warum soll ich dann überhaupt Videos machen und arbeiten dafür? In den letzten Jahren war das ja bei einigen kontroversen YouTubern öfter mal zu sehen, dass sie im Januar plötzlich verschwunden sind oder im Februar wieder aufgetaucht sind oder so. Mitte, Ende Februar, Anfang März und gesagt haben, hey, da bin ich ja wieder, ich hatte so viel zu tun, du. Und das hatte halt immer so einen sehr, sehr komischen Beigeschmack, weil man halt gewusst hat, okay, die Leute machen das, weil sie kein oder weniger Geld dafür bekommen. YouTube professionalisiert sich immer weiter und mittlerweile gibt es auch normale Leute, die jetzt nicht immer so in der Kritik stehen, die auch im Januar sagen, okay, das lohnt sich eigentlich nicht und ich gönne mir mal einen Monat Auszeit und dann mache ich halt in der Zeit keine Videos. Und ich habe euch gefragt, weil ich halt selber noch keine richtige Antwort dafür hatte, ist es verwerflich oder ist es irgendwie scheiße, dass Leute sagen, ja, ich mache das halt nicht, weil es gibt weniger Geld oder ist das okay? Ich persönlich und viele von euch auch waren sehr zwiegespalten. Zum einen kann man das so sehen und zum anderen kann man das so sehen. Denn als YouTuber hat man ja gar keine festen Arbeitszeiten und auch gar keine Urlaubstage wie ein anderer, der normal arbeitet. Und wenn man das ganze Jahr durcharbeitet, möchte man vielleicht auch irgendwann mal Pause oder Urlaub haben. Und da macht es durchaus Sinn, das im Januar zu machen. Ja, dann hat man halt ein bisschen frei und es tut halt im Geldbeutel nicht so weh. Weil man ist ja immer noch selbstständig und muss gucken, dass man alles, was man damit bezahlt, auch bezahlen kann. Und zum anderen sind wir halt hier auf YouTube, wo man sagt, okay, es geht eigentlich darum, coolen Content zu machen und Leute zum Lachen zu bringen oder zu unterhalten. Und es ist so eine Art Gemeinschaftsgefühl. Und wenn dann jemand sagt, ja, gibt halt weniger Geld, wir sehen uns halt irgendwann später, dann ist es auch irgendwie komisch. Mr. Trashpack hat zum Beispiel dazu geschrieben, komplett legitim, ist in den klassischen Medien in dem Sommerloch doch nichts anderes. Dann hat jemand darunter kommentiert, das ist nicht völlig legitim, sowas zu machen. Nur weil es in den klassischen Medien sowas gibt, heißt das nicht, dass YouTuber auch diesen Weg gehen sollten. Wer YouTube wirklich aus Leidenschaft und Hobby macht, hat sowas null nötig. Darauf wieder Mr. Trashpack, doch haben sie, denn jeder braucht mal eine Auszeit. Und sich diese Auszeit dann zu nehmen, wenn das Geschäft am wenigsten abwirft, ist eine ganz logische Entscheidung. Man hat hier also auch diese zwei Standpunkte, die sich gegenüberstehen. Von dem Standpunkt aus, dass es okay ist, weil es wirtschaftlich nicht rentabel ist und andere in anderen Medien das auch so machen, ist es ein sehr pragmatischer Ansatz. Beziehungsweise ein sehr professioneller. Es bedeutet halt, dass YouTube für einen eine Art Job ist. Oder halt nicht eine Art, sondern ein Job. Das ist halt die Arbeit, mit der man seine Miete, sein Essen und seine Rechnungen bezahlt. Und es geht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Ich glaube, wenn man das nur auf seine Wirtschaftlichkeit runterbricht, geht viel von dem verloren, was Zuschauer eigentlich so cool an YouTube finden. Nämlich, dass Leute da sind, die einen unterhalten wollen und das einfach machen, weil sie daran Bock haben. Und die eben nicht Leute wollen, die das nur machen, weil das ihr Job ist und weil sie damit Geld verdienen können. Aber ja, wenn das für einen einfach ein Job ist, eine Arbeit, die sich nicht sonderlich groß von anderen Arbeiten unterscheidet und in diesen gleichen Rahmenbedingungen irgendwie stattfindet, dann ist es okay, wenn man sich für 30 Tage irgendwie Urlaub nimmt. Andere, die normal arbeiten, haben auch 30 Urlaubstage zur Verfügung. Zwar nicht unbedingt immer am Stück, aber so ist das halt in der Arbeitswelt. Aber ich glaube, es zeigt halt schon, dass man dann YouTube einfach als Arbeit ansieht. Also als Job. Arbeit ist es ja schon ein bisschen. Und dann hat Pandoria dazu etwas komplett anderes geschrieben. Das ist für mich nicht für meine Zuschauer da sein. Es sollte primär immer zuerst um den Zuschauer gehen. Und dieser würde sich sicherlich auch im Januar über Content seines Lieblings-YouTubers freuen. Das ist meiner Meinung nach ein sehr schöner Ansatz, weil er nicht vom YouTuber selber ausgeht oder von irgendwelchen wirtschaftlichen Faktoren, sondern vom Zuschauer. Und es geht halt genau um den Aspekt, den man früher immer bei YouTube so geschätzt hat. Wenn man Menschen unterhalten möchte, dann kann man das auch im Januar machen, ohne dass es mehr Geld gibt. Und wenn die Leute es mögen, auf diese Art, wie der Kanal es macht, unterhalten zu werden, natürlich möchten sie es dann auch im Januar. Man hatte also zwei verschiedene Standpunkte, vom finanziellen, vom wirtschaftlichen aus und vom Zuschauer aus. Wenn etwas wöchentlich oder täglich rauskommt, fände ich es auch ziemlich kacke, wenn plötzlich irgendwie gar nichts mehr kommen würde. Einfach nur, weil es dann weniger Geld gibt, weil ich mich persönlich ein bisschen betrogen fühle dabei. Aber ich kann vollkommen verstehen, wenn Leute nach einem harten und anstrengenden Jahr sagen, wow, ich brauche jetzt auch wirklich mal Pause. Und das haben auch sehr viele Leute von euch geschrieben, es ist vollkommen legitim, sich einfach mal eine Pause zu gönnen.
Weil es bringt keinen, wenn man sich komplett überarbeitet und dann noch viel weniger kommt am Ende, weil man einfach nicht mehr kann. Wenn es ehrlich und offen kommuniziert wird, habe ich damit kein Problem. Aber ewig und 3 Tage nichts von sich hören zu lassen und im Februar mit einem Video aufkreuzen, warum ich weg war, Ende mit YouTube oder in die Richtung, ist dann schon erbärmlich. Viele von euch haben einfach geschrieben, es ist okay, wenn man es richtig kommuniziert. Weil es gab halt diese Fälle, wo Leute einfach weg waren und dann extra noch damit gespielt haben, dass sie ja wohl mit YouTube aufgehört haben, aber dann doch nicht, weil sie sich einfach nur eine Pause gegönnt haben. Das Wichtigste ist also, dass wenn man sich eine Pause nimmt, das mit seinen Zuschauern richtig kommuniziert. YouTube ist eine soziale Plattform, es geht um Interaktion und Austausch. Wenn man das nicht mit seinen Zuschauern kommuniziert, die einen immer unterstützen, dann fühlen die sich übergangen und in gewisser Weise auch verarscht. Und dann wird es wahrscheinlich Leute geben, die es kacke finden und viele werden sagen, es ist okay. Und dann ist es wahrscheinlich auch okay. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber dann gar nichts zu sagen und dann einfach von der Bildfläche zu verschwinden, auf einem sozialen Medium, wo es um Interaktion mit den Zuschauern geht, das ist schon ein bisschen scheiße. Und da kann ich Zuschauer zu Recht verstehen, wenn sie sowas Leuten echt übel nehmen. Sehr pragmatischer Ansatz fand ich zum Beispiel, jeder Creator darf doch Videos machen, wann er will, oder? Ja. Ja. Und es gibt halt Leute, die laden alle 4 Monate ein Video hoch. Da ist es vollkommen egal, ob sie im Januar jetzt nicht hochladen oder das irgendwie kommunizieren, weil halt in den anderen Monaten auch nichts kommt. Es kommt halt immer darauf an, wie man es vorher gemacht hat und wie man es dann plötzlich in dem Fall macht. Und natürlich, man ist ja an nichts gebunden als YouTuber. Man kann und darf hochladen, wann man möchte. Das Problem ist, wie cool finden das die Zuschauer? Und wenn man es so macht, wie viele Zuschauer sind dann später noch da? Weil man ja in gewisser Weise von diesen Leuten abhängig ist. Aber das ist schon richtig. Man hat keinen Anspruch darauf, unterhalten zu werden von einem YouTuber. Und wenn dieser sagt, ich möchte das einfach jetzt nicht machen, dann kann er das einfach machen. Ist halt nur die Frage, wie doof man das selber findet. YouTube ist ursprünglich dazu da, sich selbst zu verwirklichen, Spaß zu haben und zu connecten. Ich persönlich finde es schade, wenn YouTuber ihren Content bzw. die Häufigkeit ihres Contents nach Einnahmen richten. Hier hat man halt diesen ursprünglichen YouTube-Gedanken, was YouTube eigentlich war. Nämlich eine Plattform, um sich auszutauschen, mit Leuten zu interagieren und lustige Sachen zu machen. Und in dieser Welt hat es eigentlich nicht viel Platz, immer nur über Einnahmen oder so zu denken. Aber so ist YouTube halt nicht mehr oder beziehungsweise nicht mehr für alle Leute. Es hat sich halt gewandelt in den Jahren. Es ist professioneller geworden und für manche halt ein richtiger Beruf. Und wenn man dann sagt, ich brauche mal Urlaub von meinem Job, damit ich mich nicht überarbeite oder einfach mal entspannen kann, dann hat man alles Recht dazu. Also, was ist unser Fazit dazu? Es gibt 2 Standpunkte, wie man sieht. Entweder man sieht es wirtschaftlich und YouTube ist für einen eher ein Job, oder es geht einem einfach darum, Zuschauer zu unterhalten und nicht sonderlich um das Geld. Wobei es natürlich sein kann, dass diese Leute auch wirklich mal Pause brauchen. Und es ist völlig legitim, sich mal eine Auszeit zu nehmen. Das kann man ja immer machen. Und wenn man es dann im wirtschaftlich schwachen Januar machen möchte, dann hat man auch das Recht dazu. Weil es ist der eigene YouTube-Kanal und man kann da hochladen, wann und was man möchte. Man kann das persönlich als YouTuber scheiße finden oder nicht. Trotzdem kann der YouTuber es natürlich so machen. Man sieht dann aber ungefähr, in welche Richtung sich dieser YouTuber dann entwickelt und wie er YouTube in seinem Leben ansieht. Wichtig ist aber dabei, wie es kommuniziert wird. Wenn man also sagt, Leute, ich brauche mal eine Pause nach so einem anstrengenden Jahr, wo ich immer und immer und immer Content gemacht habe, dann ist das vollkommen okay, wenn man das seinen Zuschauern vernünftig und richtig erklärt. Wenn man dann sagt, okay, es macht halt wirtschaftlich weniger Sinn und ich bin dann später für euch wieder da und es gibt halt einen kleinen Urlaub. Wenn man aber einfach von der Bildfläche verschwindet, weil es halt weniger Geld gibt, dann scheißt man in gewisser Weise auf die Meinung der Zuschauer und darauf, dass sie eigentlich einen so lange unterstützen. Wenn ihr euch also eine Pause gönnen wollt, kommuniziert das richtig, sagt, was Sache ist. Es bringt ja keinem etwas, wenn später alle einfach mit Burnout aufhören, weil alle das Jahr durchgearbeitet haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir alle Aspekte dieser Diskussion beleuchtet haben. Ich glaube, das kann man auch gar nicht in so einem kurzen Video hier. Da bräuchte man schon eine 1,5-stündige Diskussionsrunde. Wenn also noch irgendwelche Punkte offen sind oder ihr einfach eure Meinung dazu gerne sagen wollt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Denn diese Diskussion, die hört ja jetzt hier nicht auf am Ende des Videos. Und dann hoffentlich hat euch das Video hier gefallen. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr das nächste Mal auch mitdiskutieren wollt. Hier gibt es jetzt für euch noch eine Endcard mit noch einem Video und hier könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, bis morgen bei einem neuen Video im Januar. Tschüss.